Check the bell! Let's go straight by. Dory sees the wonderful Katze. Katze, Katze, Katze. Wir haben heute. Oh. Wann? 18 Uhr. Das, okay, dann. No. Da gibt's heute eventuell nur einmal abpumpen. War heute der Tag, dass ich die. Uiu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 
die haben wir sogar schon. Okay. Dann haben wir da Arbeit. Perfekt. Euch zwei haben wir ja. Dann müsst ihr aber unser Küchen auch, unser Zieglein sollte nicht so weit sein. Iowa. Hä? Ich hab doch mit dir gesprochen gehabt. Dann bleibt ihr aber auch drin, das ist uns asozial ihr gegenüber, ne? Das machen wir nicht. Gut, wollen wir bei den Chicks nochmal vorbeischauen? Okay. Dagobert. Daisy. Na, komm her. Kann echt sein, dass es noch kurz ein paar Tage dauert. Das wäre blöd natürlich. Ja, schönes. Hallo, abstellen. Perfekt, da ist dann nochmal ein Ei. So. Mitnehmen. Da ist Multi. Hallo, Multi. Multi-Leichenbruch-Chan. Gut, die ist auch erst. Die sind auch erst ein paar Tage bei uns. Kann natürlich dauern. Bis da ein Ei rauskommt. Oh, ein goldenes. So. Gut. Eierfront. 14. Ja, das passt. Dann können sie raus. Also aktuell so 11:45. Gut, dann mal raus mit euch. Kannst du hier liegen oder draußen? Naja, ich weiß es nicht. Dann müssen wir kurz noch ein paar verarbeiten. Oh, die sind gleich fertig erst. Okay, dann müssen wir kurz geduldig sein. Gegossen haben wir, das haben wir gemacht. Haben wir Aufträge noch. Glanzsalat, deine Mutter, blaue Baumfrucht. Die blaue Baumfrucht. Okay. Mau. Eine blaue Baumfrucht. Müssen wir kurz mitnehmen? Ein Blapfel nämlich, dann haben wir einen. Jupp. Dann müssen wir morgen ist eh Wednesday. Was ist KB? Wuff, 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 wow. Ah, okay, verstehe schon. Dann behalten wir den nämlich bei, bis morgen Wednesday ist und dann ist der eh alle da. So, wo ist denn Pui, das Schlossgespenst? Ah, wahrscheinlich ist er da oben am See, am Teich, ja. Guck mal, ein kleines Balk. Hey, Papst. Wow, jetzt sind wir im Hof, oder? Und das? Das ist ja von seinem Hof, oder? Genau, sein Daily Dose of Landwirtschaft braucht er. So funktioniert das kleine Balknet. Ah, pui! Kleiner Eierdieb. Stimmt, wir haben die Quest nur angenommen. Jojo! Auftrag. Oh, goldene Seil, 1000 G-Wert. Ah, easy money, Pudi. Pugi, mein Pui befreundet ist, der beste Freund der Welt. Vielen, vielen Dank. Hier eine Belohnung von deinem Freund Pui, die ist von dir wohl von dir, weil ich hab geklaut. Hier, Samen von deinem eigenen Hof geklaut. Wenn ich andere Sachen brauche, werde ich wieder an die Tafel mit den vielen Nachrichten schreiben. Na, Baby. Nicht der beste Mensch zu belohnen, aber tu, was du nicht lassen kannst. So, das ist echt zu viel. Pfirsich? Hast du das gerade auf dem Hof geerntet? Abgefahren. Ein Geschenk für dich. Oh, bist du sicher? Das grüße ich von dir. Oh, danke. Oh, shit, man. Du willst was von mir. Vielleicht auch nicht. Ja, die sind uns eigentlich egal. Wir nehmen kurz noch hier die Dinger mit. Dass wir ein paar haben. So. Und dann müssten wir eigentlich ja noch da drüben rein. Machen wir halt, glaube ich, noch, oder? Haben wir Platz dafür? Sieht schlecht aus.
Weil ich jetzt auch nicht in den Verkauf getan habe. Ach, einfach so gechillt rumlaufen mit dem Balk da, echt. Traumhaft. Fort mit. Und das ist ready to farm. Okay. So, dann pflanzt man einfach Tomaten an, fertig. So. Kurz gießen. Sehr schön. Da ist alles am Start, da wächst auch noch alles. Sehr gut. Ah, stimmt, die sind fertig. Ja. Was? Herbst bis Frühling. Ja gut, die kann weg. Frühling bis Sommer. Das reicht uns, wenn wir überhaupt keinen Platz mehr haben. So, ist im Kühlschrank noch was? Das können wir da zurück. Ja, die Tomaten kann man auch verdicken. Die haben ja Stufe S jetzt, ne? In der Theorie, ja. In der Praxis auch. So, 18.000, sehr schön. Gut. Ob sich das jetzt noch lohnt, rüber zu gehen? Ich weiß, aber wir tun's mal. Oh, Matthew Heavy ist traurig. Matthew Harry, armer kleiner Mann, den hört keiner an. Oh, Kinders. Ja, wisst ihr noch früher, wo wir hierher kommen? Ihr werdet erstaunt sein, wie gut Back to the Nature ist. Ich würde sagen, verhältnismäßig, das Spiel macht auch Bock, aber es ist schlecht dagegen. Back to the Nature ist PlayStation 1 Titel. Na? Hey, wo ist denn dein Opa? Hey, Grandpa. Jo, gib mal her. Schnauze, das wäre das hier. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ist egal. Fossile brauchen wir. So ein Statue, ne? Ja, oder Smaragde, wie auch immer. Komm, Holz raus. Hab eilig. Hab es eilig, mein kleiner Freund. Du hast doch nichts versäumt. Fuck you. Da hinten liegen nochmal 3 Stück davon. Da war's Goldenes. Das würde ich gern mitnehmen. Das da drüben holen wir auch gleich. Uns fehlt nur das Fossil jetzt, genau. Das Krönchen, das kann man nicht verkaufen. Für gut Money. Das letzte Fossil. Eins fehlt noch. Ein gottverdammtes Fossil. Jetzt haben wir alles. Naja, ah, was macht ihr heute noch so? Ist Samstag gerade. In manchen Bundesländern Feiertag. Alles dreckiges, gleiches Fossil. Da haben wir noch eins. Ich heute nicht viel. Ist was gemacht. Haushalt, Sport, ganz wichtig. Fit bleiben. Bist du ja nicht hier eine Bodybuilder machen, aber halt, ne? Bisschen Sport halt. Das gibt's nicht. Was für eine beschissene Drop-Chance. Das links oben würde ich auch rausholen, wo der alte ist. Opa, genau, verpiss dich da mal. Dankeschön. Danke für diesen guten Morgen. Danke, du kleine Anke. Jo, bin fertig. Übliche wieder. Oh, hast du nur Scheiß gefunden? Bla bla blub blub. Schnarch. Ja, komm, Granny. Ah, ich liege da wieder Müll. Ich hab's nie gewusst. Ah, ja. Ja, jetzt komm. Schnauze.
Und den gleichen Text 500 Mal synchronisieren. Ist ja schlimm. Matthew Harry läuft immer noch da unten lang. Hab ich gesehen, schnell weg hier. Puh, dann schmeißt man da Hunde in den Rachen, in Hoffnung, dass man irgendwann vielleicht doch los wird, was auf seine Kokosinsel schafft, auf dem Weg dahin stirbt leider. Das absäuft, so, Puh. Du Schlossgespenst. Ja, komm, hopp, mach hinne. Ja. Nein, ja. Du magst die Hitze nicht, ja, komm. Sag mal Piep. 18 Uhr war's, ne? Ich hab grad gleich Panik schon, weil ich jetzt kopftechnisch, oder ganz anders war. Als waren die anderen, ja, aber uns fehlt nur noch ein einziges. Boah, da kann man aber. Achso, nee, Quatsch. War Bullshit. Kurz sortieren bitte, danke. So, meine kleinen Chicken Wings. Ist Dagobert, wo ist Daisy? Abgestochen, oder? Achso, falsche Taste. Miss Goosey. Warte mal, Daisy, ich muss mal knuddeln, ankuscheln. Ja, Schnauze. Dagobert ist nur Mittel zum Zweck. So, dann alle rein mit euch. Gut. Dann checken wir kurz, ob es unsere Chaos geht. Noch nicht in der Möglichkeit der Tätigkeit, dass sie pregnant sind. Schade. Also, in die Box müssen, meine ich. Pregnant sind sie, ja. Die zwei. So. So. Ja. Sieht gut aus. Dann bürsten wir euch alle nochmal kurz durch, für more love. Nee, mehr ihr schaffe, bleibe drei eurer Rasse. Halt doch die Fresse, damit ich putze. Ja, wir haben noch Zeit. Ihr wisst ja, wie das läuft. So. Oh, das ist halt in Back to the Nature so schön. Wir schauen jetzt echt, dass wir eine Therme durchziehen. So. Ist halt echt nett. Ist aber scheiße. So. Würde ich gerne abpumpen langsam. Sonst lassen wir es halt mir mal pumpen. Ja. Ach, haben wir Zeit? Ja, weil ich mir zu spät dran war. Ach, scheiß drauf. Ja, ich muss nur kurz rein, raus, Spielchen machen. Tschuck. Perfekt. Hey, Boogie, das war euer Festplatz für eine deutsche Stadt. Der einzige Grund, warum wir jedes Jahr durchziehen, ist, weil die Leute immer darum bitten. Oh ja, hast du gleiche Text, komm, halt die Fresse. Habe ich schon fünfmal vorgelesen. Also, ne, viermal Minimum. Drei vielleicht, zwei, okay, einmal mindestens. Oh, Bucky, Hanmas, oder? Ja, hat die ganze Familie im Schlepptau, was, ne? Wie nett, ist immer gut Zuschauer zu haben, dafür machen wir ja die Show. Gut, du hast diesmal Lachgas drin, es knallt richtig. Oh, Van ist alt geworden. Nicht Van, Wester. So, für alle, dass man weiß, wer wohin gehört von der Family. Alles klar, Leute, gleich geht's los. Alle schön nach oben schauen, Genickstarre und lasst eure Taschen offen, wir müssen ein paar Sachen klauen. Pew!
Piu, piu. Headshot. Ah, das Festival nähert sich seinem Ende. Wie immer zu schnell. Gehst du schon nach Hause, Bucky, du Bastard? Ich wollte nur früh nach Hause und schon mal ein Bad einlassen. Ihr beide könnt gerne noch bleiben und euch amüsieren. Ich fix in der Badewanne. Gehen wir, Takakura? Oh nein, der hat was mit dem am Laufen. Ist ja egal, wo man sexuell ist, aber leider ist man steht. Ach, egal, muss er wissen. Also gut. Nanu? Wollt ihr uns gegenüber rücksichtsvoll sein? Hihi, nun gut, es wäre schön, ein bisschen Zeit alleine verbringen zu können. Weißt du noch? Das Viagra vorhin? Ja, weiß ich. Ja. Oh nein, es ist schon wieder der ganze Tag zerstört morgen. Oh. Der alte Mann kann doch nichts mehr ab. Ah, früher. War ich noch Gudrun. Ich hätte Gudrun nennen sollen, hätte es besser gepasst. Ja, warte mal, die hat ja schon einen Namen. Ah. Wie man so dreist. Hallo? Seid ihr noch wach? Damit sich keiner beschweren kann morgen früh, ne? Hey, ich hab nichts mehr im Flurkrog gehabt, du Bastard. Tierquäler, du Elendiger. Hat die noch? Ne, nur noch eins drin. Ja, es hüpft doch drüber, Mowgli. Ah, es blockiert den Ausgang nicht. Meine Fresse. Du bist mal ein Rindvieh. Ein Rindvieh-Buggy, ja, ich weiß, okay. Wir stellen weg am Morgen um 7. Sonst. Morgen ist auch noch Wednesday. When, day, when, how? Ich brauche eine Cow. So, Wecker. Nee. Jupp. Ein paar Stunden Schlaf wenigstens. Haben wir Zeit. Von daher. Jala. Hey, Ludmilla. Mina. Na Gottheit, hier sieht aber das Feuerwerk besonders schillernd, meinst du nicht? Buggy war so nett, uns auch einen ungestörten Moment zu gönnen. Wie umsichtig von ihm. Seit wann ist unser Kleiner denn so rücksichtsvoll geworden? Die Jahre vergehen wirklich im Flug. Naja, seit ich ein paar Mal Schläge verkloppt habe. Hey, morgen, Papa. Hätte zwei Spaß nach dem Feuerwerkfestival, meine ich. Ich dachte mir, dass ihr heutzutage nicht mehr so viel Zeit für euch selbst habt. Also, ne, coole Sache, Bruder. Was? Bin Arschloch. Daily Dose of Landwirtschaft? Genau, was ist mit dir? Teddy von Van Stand. Ja, wir gehen raus. Wir sind uns die Chicks kümmern. So, wie sieht die Futtersache hier aus? Ja, dachte ich mir schon halber. Braucht wieder was. Dagobetter Nutzlose. Daisy, die muss schnell besser werden. Die muss ein Ei legen, die Alte. Ein Geflügelstall. Daisy hat doch keine Herzen, Mann. Dieses kleine Stück, du. Schon wieder zum... Was zum Runterholen? Zum Runterschütteln, jetzt! Hey, Boogie, runterholen gesagt. Nein! Aufhören. Sei brav. So ist brav. Wir müssen mal gucken, ob die in der Mitte auch langsam ist. Ja, die kommt erst im Herbst oder so. Ne, die ist ready. So für sich. Haben wir da drüben noch was? Komm schon. Ab, und damit. Oh meine Fresse, ich fäll den Baum gleich. Okay, du musst viel geduldiger sein mit dem Baum. Als Maul. Okay, Boogie, ich bin allein. Stand by. So, weiter geht's. Da ist was nachgewachsen, habt ihr das gesehen? Ich rasch aus. Her mit. Los, du Luder. Meine Fresse. Wird nur nachts gewachsen. Tagsüber hier, ne? Wachsverbot. Was für dreckige Bäume.
wollt mir Umsatz vorenthalten. Ihre Früchte. Ich glaub's nicht. So, können wir jetzt mal langsam. Hallo. Oh, Junge, 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 Junge. Danke. Gut. Ich nehme was noch mit. Nein, ist ja das Käse. Ach, egal. Vielleicht stirbt er dran. Haben wir Spiel gemastert. So. Gießen wir es mal kurz durch. So, Kraut- und Rübenfeld hier wieder. Da war doch mal. Ah, das sind die. Ah, shit. Okay. Dann müssen wir jetzt noch schauen, ob die. Ob unser Io, unsere kleine Iowa auch isoliert werden muss. Hallo? Bumsbirnchen Josie? Danke. Na, tu's rein. Hallo. Dankeschön. Dankeschön. Sehr schön. Brav. Hallo. So. So. Wo sind die eigentlich? Da drüben. Nö, noch nicht. Ja, sollst du auch nicht füttern. Verpiss dich, Alter. Am Chef Schlachtbank. Meine Güte. Blödes Rindvieh. So, was ist mit dir los? Ja, bin ich bald soweit, bla bla. Haben wir schon gequatscht? Sehr schön. Gut, 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 gut. Okay, dann kommen wir raus. Ah, Samenfabrik für dich? Yep, perfekt. Da hätte ich halt echt gerne eine zweite gehabt. Weil die ist so, eine ist so langsam. So, dann lass mal schauen. Wir kriegen 170 für eine. Lohnt sich. Lohnt sich zum Verarbeiten, ehrlich gesagt. 240. Ja, kann man verarbeiten. Kurz schauen. Frühling bis Herbst. Würde ich ja noch ein Portfolio behalten. Kann weg. Kann weg. Behalten wir auch noch ein Portfolio und der Rest wird verarbeitet. Jupp, dann kommt der Rest wieder in den Kühlschrank. Ja, bei den Früchten ist halt scheiße, da musst du halt echt erstmal einen Haufen verschaffen. Als Obst würde ich dann verarbeiten, ehrlich gesagt. Heute ist Wednesday, müssen die Milch verarbeiten, die schon seit 18 Tagen abgelaufen ist und modrig und so, ne? Wisst ihr, wie das läuft mit der Milch? Alles in einer Line? Ja, perfekt. Käse, Butter, Käse. Machen wir Butter heute. Dann kriegen wir mit ein paar Tage jetzt mal so langsam runter. So, das ist ein länger Tag. Butter haben wir Energie-Reihe reingeknallt, falls. Wenn es stört, dann gibt Bescheid, dann mute ich das nicht oder sonst wieder halt nicht. Kann mir auch egal sein. Guckt ihr, wie das Eli absteckt. Ich sehe es an der Future, an der Analytics meine ich und Anschauzeit und so. Ich würde es auch nicht machen an eurer Stelle. Und da kann ich es verstehen. Schön fame und rich, dann kann ich was zurückgeben und kann weg unterschätzen und meinen Nebenerplätze haben. Ist okay. wobei, ob das immer die beste Idee wäre, ich und fame, das auch, ich weiß nicht. Und Mario ist mein Zwitter. Na, na, Brudi, ja, kann man mal irgendwann Murmeltier knuddeln. Mehr Murmeltier, blüschere Brudi. Es ist Murmeltierland. So, rein mit.
Und irgendwann haben wir alles auf goldener Milch geknickt. Yeah.